Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde FeeCBeeS Infinity Evolved. Mit dabei der... Rüdiger 2, hallo. Diesmal habe ich diesmal... Oh, Entschuldigung. Diesmal hatte ich's. Ja, nicht hauen. Ja, ich wollte gerade gesagt haben, nicht zum Glück... Nicht hauen. Nein, nicht. Hier, komm, Brofist. Brofist. Ja. Oh, okay, das geht ja noch. Hab schon gedacht. Nein. Wie, nein? Was? Oh, jetzt weiß ich, wo das Vieh... Nee, das kann nicht sein. Hier kann ich bin nicht gespawnt sein. Die wäre hier nicht rausgekommen. Nee. Man sieht nicht. Ja, ich habe schon ein bisschen weitergebaut mit den Assemblern und Interfaces zum Autocraften. Cool. Ja, schick. Ich möchte jetzt auch langsam mal mit AE anfangen und der Dosch hat mir freundlicherweise war sein ganzes System, was wir ja zusammen aufgebaut haben, teilweise. Ja. Hat mir angeboten, sein System zu nutzen. Ich habe mir jetzt auch schon hier ein bisschen Zeug, ne? Ich habe hier 2 Stacks Diamanten und so. Die packe ich jetzt auch mal da rein. Lass ich nur kurz die Pylonen craften. Ja, klar, mache. Mach doch. So, schon fertig. Energy-Pylon, cool. Das war jetzt. Warte mal, was haben wir hier an? Crafting. Hier, Engineering-Prozessoren. Mache ich mir gleich mal 64 Stück. Next. Okay, Redstone habe ich vergessen. Siehst du? So, macht er das jetzt? Ja, macht er. Gut, aber die Diamanten packe ich ihm jetzt schon mal hier rein. So, die sind schon mal weg. Redstone bräuchte ich aber noch. Sehr schön. Dann hole ich mir noch mal ein bisschen Redstone. Ich meine, er hätte zwar genug, aber trotzdem, ich möchte schon mein eigenes Zeug nutzen. Und ich meine, er ist ja schon so nett und gibt mir da seine. Gott, was für ein Lag. Ups. Und stellt mir seine Maschinen zur Verfügung, dann muss ich ihn ja auch nicht hier so ausrauben, ne? Ist ja, okay. Hätte sie dir auch gerne gegeben, aber ich kenne dich ja mittlerweile. Bitte was? Hätte sie ja auch gerne angeboten, aber ich kenne dich ja mittlerweile. Wie, du kennst mich ja mittlerweile. Das sind ja. Das, das kann man so oder so auffassen, ne? Mhm. So. Ups. Hm. Ja, ich. So, wie weit bist denn du? Protz. Nee, nicht Protz, sondern Protz. Alter, wie viel. Oh Gott. Was? Wie viele Prozessoren hast denn du mittlerweile? Ich hab ein bisschen vorgekraft. Ja, ja, hab's gesehen. Oh. So, nehme ich mal 1 Stack raus und der Stack geht noch rein. So, jetzt bräuchte ich noch. Ach komm, weißt du was? Du hast so viel da drin, packe ich mir gerade mal. Warte mal, Calculation war normal. Pure Zetus Quartz. Ah, okay. Zetus Quartz, das. Okay. Ja, okay. Weiß noch mal, glaube ich, mal machen, weil ich jetzt auch ein bisschen craften muss. Ganz toll. Ich glaube, wir machen mal ein zweites Crafting Terminal, oder? Oh, ich habe sogar noch eins. Ja, cool. Dann setze ich das einfach. Ah, das ist ein Export-Bus. Dann setze ich das mal kurz hier hin. Dann kannst du dann Ruhe dein Zeug machen. Okay, super. Ich muss noch Zertus-Quarz holen, das habe ich nämlich vergessen. Nederquarz habe ich komischerweise mitgebracht, aber Zertus-Quarz nicht. Hm. Weil ich mache jetzt mal noch ein bisschen was an Energieversorgung fertig. Ja, da. Dass wir die Kugel auch aufladen können. Ja, genau. So, nehmen wir die 2 noch mit. Gut. 52. So, manche würden jetzt fragen, warum ich den Kali-Navi-Generator mache. Naja, ich hatte eben reingeschaut. 15.000 Beat-Ingots. Bitte was? Ich habe dich nicht verstanden eben. Ich habe gesagt, ich habe mittlerweile 15.000 Beat-Ingots. Okay. Fleischbarren. Ja, krass, ne? So, mhm. Komm, das packe ich jetzt alles mal bei dir rein. So, jetzt habe ich die, hab die und nehmen wir dann noch die. Genau. So, wo fangen wir denn am besten mit AE2 an? AE. Ne, hier, Applied Energistics, genau. Also, wir bräuchten im Prinzip, erste Mal, ja, so ein Terminal und sowas. Und dann schauen wir doch mal hier, ME, Peer-to-Peer Tunnel, ne, noch nicht. ME Terminal. Dann brauchen wir hier Formation Cores und sowas. Dann brauchen wir schon mal die Logic-Prozessoren. Fluix Dust, das ist nochmal
Ein Charged Zerdus Quartz, ein Nether Quartz, Redstone Dust in a Puddle. Okay, gut. Das kriege ich auch noch zu Hause hin. Gut. Dankeschön. Gut. Bitte. Das war's dann erst einmal. Hätten wir schon mal einen ganz weiten Schritt nach vorne gemacht. Mehr musst du jetzt schon nicht mal bei mir machen. Nö, den Rest mache ich dann zu Hause. Also. Krieg ich schon irgendwie hin. So, Zerd. Charged Zerdus Quartz. Muss ich jetzt mal gucken, wo ich den habe. Okay. Hier mal nicht. Hier auch nicht. War eigentlich charged oder normal? Du bist normaler. Wo sind wir charged? Ach, da oben. Siehst du. So, das war. Muss ich doch nochmal gucken. Hier. Fluix Dust, genau. Ein Charged Status Quartz, ein Nether Quartz und ein Redstone. Redstone. Redstone, genau. Ja, genau. Du bist auch so ein Redstone. Ja, ja, klar, bin ich ein Redstone. Sowas von Redstone, Alter. Glaubst du gar nicht, ne? Mhm. Ja, dann gehen wir doch mal hier zu Britannia, weil es hier so schön aussieht, ne? So. Oh, das da rein, das da rein, das da rein. Und dann müssten die sich auch gleich mal. Fupp, 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 fupp. Ne? Hast du gesehen? Du jetzt nicht, ne? Wahrscheinlich. Nee, nicht so wirklich. Okay. Brauche ich aber noch Charged Zerdus Quartz. Brauche ich aber noch einen Charger. Charger, den könnten wir aber uns schon mal herstellen. Den da. Genau. Brauchen wir Eisen und eben die Flux Crystals, die wir eben hergestellt haben. Eisen sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Das ist gut. Ich habe gedacht, ich hätte weniger. Zack, zack. Und dann zack, zack. Und dann hätten wir hier den Charger. Genau. Dann können wir uns dann hier nämlich auch nochmal Charged Zerdus Quartz herstellen. Machen wir mal noch so ein Stäckchen. Gut, das dauert jetzt einen Moment. Ja, gut. Dann. Wo machen wir denn weiter? Bin ich auch gerade am Überlegen. Ja. Also, ja, genau. Terminal wollte ich ja. Ja, komm, dann mach ich hier ran. ME Crafting Terminal. Dann brauchen wir hier. Formation Cores, dann brauchen wir hier Zerdus Quartz und sowas. Fluix Dust müssten wir mal in den Pulveritzer packen. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Was, warum? Ich bin doch hier. Ja, deswegen ja. Achso. Nee, meine Tür bei mir zu Hause. Da war kam gerade ein Luftstoß. Achso, okay. Ist jemand reingekommen? Nee, noch nicht mal. Die war nicht richtig zugewiesen. Ah, okay. So, machen wir mal drei Stück. So, hätten wir das schon mal. Formation Cores, wo sind die jetzt gewesen? Oh. Ja, hier. Was ich momentan überlegen bin. Ja. Ich habe ja jetzt oben schon für den Generator mal 64, der nicht mehr gebraucht wird. Weil ja die Mobfarm nicht mehr läuft. Ja. Aber ich stehe jetzt momentan. Nee, ich weiß, was ich benutzen kann. Ich hab so viele Enderperlen, ich mache einen Ender Generator mal 64. Kannst du auch machen, ja. Ja, mach ich das auch. Ja, ist gut. Ja. 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 Nerv nicht. So, ich bin jetzt gerade blind. Gerade nur? Den habe ich, den Chor. Wo ist der andere Chor? Ach, da unten. Ah, okay. Gut, ja. So, Kali Navy Generator mal 64. Ja, das war jetzt super von mir. Nee, egal. Ja, ich habe den hier. So, dann packe ich jetzt einfach mal prophylaktisch hier hin. Bedrockium habe ich noch 21, sehr schön. So, dann können wir uns Charged Zerdus Quartz herstellen, ist doch super. Das brechen wir mal kurz ab. So, Bedrock. Machen wir erstmal drei, das reicht erstmal. Gut. Ah, verdammt, das darf ich noch nicht abbrechen. Oder. So, wir nehmen uns jetzt mal drei Flux Crystals, dann die Charged Zerdus Quartz, dann hier drei von diesen Logic-Prozessoren, dann kriegen wir hier die Formation Cores. Haben wir mal sechs Stück davon. Und das gleiche jetzt noch mit Zerdus Quartz. Von den Dingen. Okay. So, dann hätten wir schon mal Annihilation Cores und Formation Cores. So, und wenn wir da jetzt mal auf Utils drücken, ME Interface, Wetter kennen brauchen wir bestimmt noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Molekular Assembler später dann. Fluid auch noch nicht. Nee, auch noch nicht. ME Formation Plane. Nee, auch noch nicht. Fluid Bus. Fluid. Nee.
Wo war denn das jetzt, was ich da wollte? Hier so ein Interface. Eine Transfer Node Hyper Energy und ein Kali Generator mal. Siehst du. Das ist Quarz Dust. Es fängt schon wieder an. Mit was? Export Bus war es, genau. Ja. Das riecht echt nicht auf die Reihe. Kali Generator. Alles Zetus oder Neta, okay, gut. Und es sind Glas. Schon 16.000 Fleischbarren. Ich hab hier kein Glas. Wie viel Sand habe ich denn? Nix. Oh, Sandstone. Machen wir mal das. Hand, okay. Dann mache ich jetzt mal eine Acceleration Card rein. Langsam. Ja, der fühlt sich gut auf. Also ein so ein Fleischbarren produziert 54.758 RF. Ja, damit kannst du deine Kugel füllen, ne? Wie ich sagen. So, ich will jetzt aber noch einen Ender Generator machen. Da brauche ich ein Stack Eisenblöcke. Kein Thema. Ein Stack Eye of N. Die zwei Stacks. Auch kein Thema. Moment, da war ich aber nochmal so für die Öfen. Find's echt lustig. Was? Ich habe jetzt einfach mal Sand, Sandstein in den Pulverizer reingepackt. Und jetzt zieht man das Nieter weg. Ja. Komisch. Wo? Ah ja, da. Also 4 Ender Generator mal 8 habe ich schon. Oh gut. Los, so brauche ich auch noch. Oh Mann, ey. Dann nehme ich dich mal mit. Ups. Ja, was ich dann noch mal vorhatte, ich wollte es wahrscheinlich auch dann in einer der nächsten Aufnahmen mal mein Geheimprojekt, was du mir genehmigt hast, anfangen. Boah. Ja, erzähl doch mal. Ein bisschen. Ach, soll ich schon anfangen? Ja? Soll ich schon erzählen? Also, okay. Ja, wie du willst, ne? Ja, ich wollte in einer der nächsten Folgen mal anfangen, eine Monsterfarm zu bauen. Ja. Ich habe jetzt eigentlich auch nur einen Spruch von dir erwartet. Warum? Was? Eine Monsterfarm? Ja, da kam es echt nicht gut. Jetzt ist es kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Also, wir haben zwar da hinten schon eine Monsterfarm, aber naja, ihr habt ja schon gesehen, die ist auf kleinstem Aufbau schon ziemlich effizient. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor jetzt die anderen beiden auch noch eine Monsterfarm bauen, mach doch einfach eine für den ganzen Server. Bin gut, ja. Dann kann ich bestimmt die Serverentlastung schon so ein bisschen runterschrauben, statt statt drei Monsterfarmen einer großen, wo sich dann jeder dran bedienen darf. Ist doch logisch, oder? Ja, das klingt auch gut. Und die werde ich dann auch wahrscheinlich so aufbauen, dass sie sich dann selbst mit Energie versorgt. Okay. Wie willst du das anstellen? So viele Enderperlen wieder rüberkommen. Ender Generator. Okay. Ganz klar. Vielleicht baue ich da zwei Stück von auf. Gut. So, ich habe jetzt schon die ersten M8 Drives. Ich habe Illuminated Panel. Und wollte davon jetzt noch ein Dingens machen. Ein ME Crafting. So, warte mal. Erstmal das da. Machen wir erstmal eins, das reicht erstmal. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde, das sieht immer noch so bescheuert aus, wenn dieser Debuff vom Bedrockium Ingot kurz aussetzt und wieder sich refresht. Das sieht so richtig so Disco. Okay. So, Transfer Node Hyper Energy. Ah, was meinst du, soll ich noch einen Furnace Generator machen oder nicht? Furnace Generator? Boah, warum nicht, ne? Boah, weißt du, wie lange geht die Folge überhaupt noch? 29 Sekunden. Ja, okay, dann nehme ich einfach den hier mit Ende. Energy Acceptor brauchen wir auch noch einen. So. So, und damit könnte ich schon mal das erste Netzwerk aufbauen. So, und damit habe ich jetzt 3 Generator mal 64. So. Export Bus.
ME, wo hätte ich gerne das ME? Ich glaube unten drunter. Oder warte mal, ich baue erstmal hier auf. Das war ein Formation Core. So, hab noch. Expoppt. Was? Genau das wollte ich. Folge hat es eigentlich schon hinter sich, aber ich würde gern wenigstens noch. Ja, ich brauche noch einen kurzen Moment. Da habe ich gar keine Leitungen mehr, das gibt's doch gar nicht. Ganz ehrlich, 550.000 Kohle wäre auch zu viele. Ihr glaubst es? Was? Ich habe keine Energieleitungen mehr. Doch, die müssen irgendwo noch sein. Ja, okay, da wird sich das leider ein bisschen verzögern. Naja, gut, ich werde es aber jetzt auch mal ein bisschen aufbauen. Und, ja. Ja? Ich irgendwie hatte gerade meinen Client ein bisschen gehangen. Hardenflugstadt. Reicht das? Nee, reicht nicht, ne? Alter, wo sind meine ganzen Energieleitungen hin? Habe ich die Bings so verballert? Okay. Boah. Ne, da muss ich mir erst noch welche herstellen. Ja gut, aber ich würde dann sagen, du machst die Abmoderation, ne? Du hast angefangen. Jo. Na klar. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt nur nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentarskis. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao.